Dann war das Christian Haffenecker, FPÖ. Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Ich bin der Kollegin Yildirim sehr dankbar darüber, dass sie auch gerade erzählt hat, wie dieser Ausschuss zustande gekommen ist und wie wieder mit den Fristen gearbeitet wird. Und die ÖVP sagt auf der einen Seite, ja, sie ist möglichst daran interessiert, dass das rasch gelöst werden kann, und dann gibt es wieder den Fristenschmäh. Es werden dauernd, und wir haben das auch im Geschäftsordnungsausschuss im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss gesehen, es werden dauernd Usancen des Hauses gebrochen. Das machen sie ganz bewusst, und sie verschleppen dauernd Termine und ringen um jeden Tag Zeit, den sie bekommen können. Und ich glaube, darüber sollte man schon einmal reden, ob die Sitten und Gebräuche, die im Haus bis jetzt üblich waren, ob man die jetzt einfach nur von der ÖVP hinwegwischen lässt. Aber ein Punkt, der grundsätzlich, glaube ich, zur Debatte steht heute, ist der, warum es überhaupt notwendig ist, dass die Immunität vom Altbundeskanzler Kurz aufgehoben wird. Denn warum muss man überhaupt das Hohe Haus damit befasst? Warum ist der Herr Altbundeskanzler überhaupt ins Hohe Haus zurückgekehrt? Warum ist er in eine Immunität gegangen, um sie dann wieder aufheben zu lassen? Also ich denke, wenn man die moralische Messlatte anlegt, Herr Altbundeskanzler Kurz, die Sie selber gelegt haben, dann hätten Sie zurücktreten müssen, aber in der Sekunde. Ich möchte Sie an einen Ausspruch erinnern, Herr Altbundeskanzler Kurz, den Sie selber getätigt haben. Genug ist genug. Können Sie sich erinnern? Diesen Ausspruch haben Sie getätigt im vollen Wissen, was Sie mit Umfragen gemacht haben, im vollen Wissen dessen, dass Sie Steuergelder abgezweigt haben mit Ihrem Projekt Ballhausplatz. Das haben Sie alles gewusst und trotzdem haben Sie gesagt, genug ist genug. Und ich stelle mir jetzt schon die Frage, Frau Kollegin Steinacker, also ich weiß nicht, was die ÖVP jetzt hat, ich verstehe es schlecht heraus, Frau Präsidentin. Ja. Also, zur Erinnerung, genug ist genug, das war die Latte, die der Herr Altbundeskanzler Kurz selber gelegt hat. Und ich denke, diese Latte muss man auch an sich selbst anlegen. Und Herr Altbundeskanzler Kurz, können Sie sich erinnern, warum Herbert Kickl aus Ihrer Sicht zurücktreten musste? Weil Sie gesagt haben, dass kein ehemaliger Generalsekretär einer Partei, einer Regierungspartei, gegen Parteimitglieder ermitteln darf. Wo ist jetzt die Latte, die Sie selber gelegt haben? Wo ist der Herr Nehammer? Der sitzt noch immer im Amt. Also wenn Sie die Latte, die Sie selbst angelegt haben, an sich selber anlegen würden, dann müssten Sie allesamt schon längst zurückgetreten sein. Und darum stelle ich mir auch die Frage, wie lange dieser ÖVP-Latten-Limbo-Dance noch weitergeht. Wie tief kann man noch runtergehen? Wie oft müssen Sie Ihre eigene Latte noch korrigieren? Wie oft müssen Sie einen eigenen Standard überholen? Mir tut ja schon die Chefin Ihrer Ethikkommission leid, weil ich glaube, die kann ihre Arbeit gar nicht aufnehmen, weil sie gar nicht weiß, was momentan der moralische Standard innerhalb der ÖVP ist. Und deswegen in aller Kürze, Herr Altbundeskanzler Kurz, ersparen Sie uns dieses Theater bitte im Parlament. Sie brauchen sich nicht ausliefern lassen. Sie können einfach gehen und zurücktreten und der Fall ist erledigt. Dann brauchen Sie uns nicht in Geiselhaft nehmen, dann brauchen wir diese Debatte nicht führen und der Fall ist erledigt. Und legen Sie noch einmal die Maßstäbe, die Sie an sich selbst, die Sie selbst aufgestellt haben, auch an Sie selbst an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte die Debatte jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Eines fällt mir aber schon noch auf. Ja. Naja, wenn die ÖVP reinruft, dann bleibe ich schon noch gerne ein bisschen heraus. Also so ist es nicht. Das macht auch Spaß, grundsätzlich einmal in Ihre verzweifelten Gesichter zu schauen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie selber das argumentieren sollen, was Sie da argumentieren wollen. Eine Stimme fehlt mir aber trotzdem noch, weil es geht ja um Moral und es geht ja um Ethik auch in diesem Land. Und einer fehlt mir dann doch noch, und zwar das ist der Herr Bundespräsident, den Sie bei der nächsten Wahl auch unterstützen wollen. Der hat zu all dem bis heute nichts gesagt. Und das finde ich auch interessant, weil der Bundespräsident war ja der, der gesagt hat, so sind wir nicht. Jetzt sind sie dann doch so oder so ähnlich, wie auch immer. Also auch den Herrn Bundespräsidenten würde ich aus dieser Verantwortung nicht entlassen. Und Herr Altbundeskanzler Kurz, wenn Sie wissen möchten, warum es zu dieser Auslieferung gekommen ist oder warum es heute zu dieser Auslieferung kommt, dann habe ich ja ein bisschen eine Arbeit gemacht über den Sommer für sich, habe ein Buch geschrieben, das heißt So sind wir. Und Sie können gerne nachschlagen, warum Sie schlussendlich ausgeliefert werden. So Christian Haffenecker von der FPÖ, der eine Stellungnahme des Bundespräsidenten vermisst in der Causa Sebastian Kurz, in der Causa Auslieferung des Altkanzlers.